Hätte es Ihrer Meinung nach einen anderen Ausgang, einen besseren, positiveren Ausgang geben können in Paris? Es hätte einen besseren Ausgang geben müssen, nicht nur können, sondern müssen. Das sage ich jetzt mal unabhängig von dem Gespräch in Paris und seinem Ausgang. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, wie derartige Treffen wie das in Paris einzuordnen sind. Das ist ja eigentlich die Verwaltung einer Krise auf relativ hohem Niveau. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, eine krisenhafte Entwicklung zu beseitigen oder gar nicht entstehen zu lassen. Und dann sind wir natürlich wieder direkt bei der Ursache für diese krisenhafte Entwicklung. Und da hat auch das Pariser Treffen nichts dran geändert. Ja, und wie gesagt, war einer der Schwerpunkte in diesem Treffen die geplanten Wahlen in der Ukraine. Und es wurde auch der ukrainischen Seite vorgeworfen, die Regierung wolle nicht den Bedingungen zustimmen, die von anderen Seiten vorgeschlagen werden. Wie kann man dort diesen Dialog verbessern? Ja, man muss natürlich sehen, dass die Regierung, die es derzeit in der Ukraine in Kiew gibt, eigentlich in dieser Funktion, was die internationalen Verhandlungen anbetrifft, Sprachrohr nicht der ukrainischen Bevölkerung ist, sondern im Wesentlichen auf diejenigen hört, die in Washington die Fäden ziehen. Das ist ja die Ursache für diesen Konflikt ganz allgemein. Wir schauen ja immer auf die Ukraine unter dem Gesichtspunkt, was kann da gemacht werden, um eine Krise zu beseitigen. Wir lassen vielleicht nicht zu, für uns selber nicht zu, dass wir uns die Frage stellen, warum gibt es diesen Konflikt überhaupt? Und der hat ja etwas mit den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation zu tun. Die Vereinigten Staaten haben ja nun seit Jahr und Tag alles unternommen, um zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer einen Riegel von Staaten, die gegen die Russische Föderation gerichtet sind, aufzubauen. Und da ist der letzte große Stein in dieser Mauer, ist die Ukraine. Und insoweit wird man auch aus Kiew nichts Vernünftiges hören, es sei denn, in Washington gibt man das Okay dazu, dass man in Kiew etwas Vernünftiges sagen kann. Das sind ja die damit verbundenen Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Das ist eine Stellvertreterregierung in Kiew und nicht mehr und nicht weniger. Herr Wimmer, und was wäre Ihre Prognose? Denn diese Wahlen, die geplanten Wahlen, wurden auf Mitte Juni, Anfang Juli angesetzt. Was wäre der mögliche Ausgang, beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es, dass es eigentlich zu diesen Wahlen kommt? Ja, die Möglichkeit ist natürlich deshalb gegeben, weil man dieses Datum jetzt avisiert hat und damit auch öffentlich einen Stolperstein deutlich gemacht hat, der zu internationalem Aufsehen führen wird, wenn es zu diesem Zeitpunkt keine Wahlen gibt. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass jeder Schritt hin zu diesen Wahlen von dem Grundkonflikt bestimmt wird, den ich aus meiner Sicht eben angesprochen habe. Das ist ein Zerren, wie es schlimmer nicht geht. Und das, was hier zugrunde liegt, als Konflikt zwischen Washington und Moskau, wird natürlich auch alles bestimmen, was in Richtung dieser Wahlen angesprochen werden muss. Das fängt dann beim Wahlverfahren an und hört bei der Wahlüberprüfung nicht auf. Und wir werden immer wieder erleben, dass der dahinter aufflackernde große Konflikt immer wieder das bestimmt, was in der Ukraine selber abläuft. Das ist leider so und hat etwas damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten aus meiner Sicht keine vernünftige Beziehung zur Russischen Föderation haben können oder haben wollen. Und die Ukraine ist leider der Spielball.
Dieses Treffen in Paris am 3. März war das 10. Zusammenkommen in diesem Normandie-Format, wie es so heißt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und Herr Wimmer, wenn Sie die Entwicklung, die Tendenzen bei solchen Treffen in diesem Format verfolgen, was können Sie feststellen? Es gab doch schon ein paar Einigungen nach diesem Treffen, wie zum Beispiel die Frage des Gefangenenaustausches. Bis zum 30. April sollen, hieß es, die Festgenommenen freigelassen oder ausgetauscht werden. Also auf etwas kann man sich schon einigen. Das widerspricht nicht dem, was ich eben aus meiner Sicht und als Westeuropäer gesagt habe. Es kann einen Schritt nach vorne gehen und dann geht es wieder drei Schritte zurück. Das haben wir ja auch im Zusammenhang gerade mit dem Gefangenenaustausch immer wieder gesehen. Da wird ja mitgespielt, und zwar deshalb, weil dahinter etwas ganz anderes steht und man sich nicht dazu bereit findet, den Konflikt im Grundsatz zu beseitigen. Das würde bedeuten, dass der Westen und vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, möglicherweise aber auch Israel im Zusammenhang mit diesem Konflikt eine andere Grundeinstellung einnehmen müssten. Das machen sie derzeit nicht. Das hat möglicherweise auch etwas mit den amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu tun und mit der grundsätzlichen Frage, ob Washington überhaupt friedensfähig ist. Das ist ja eine Entwicklung, wie wir sie uns in Europa selber so nie haben vorstellen können, dass es so weit kommen würde. Aber es ist im Zusammenhang mit der Ukraine leider eine Feststellung, die wir treffen müssen. Dem widerspricht gar nicht, dass man sich in Einzelfragen testweise auch verständigen kann. Aber der Grundkonflikt wird am Kochen gehalten und der dient anderen Zwecken. Das Ganze wird sich nur ändern, wenn man in Washington eine andere Politik verfolgt. Und solange die das nicht machen, werden wir es immer mit einem Konflikt zu tun haben, der am Kochen gehalten wird. Gibt es aber Chancen, dass nach diesen Präsidentschaftswahlen auch sich etwas ändern wird? Ja, dann hängt das aber davon ab, ob der vielgescholtene Kandidat Trump die Wahl gewinnt. Denn das muss man ja nüchtern sehen, der wird ja verteufelt, dass es nur so kracht, aber ist vielleicht der Einzige, der eine vernünftige Vorstellung hat, wie die Amerikaner sich auf dem euroasiatischen Kontinent zu verhalten haben. Also gerade auch in den Beziehungen zur Russischen Föderation. Man sieht ja, warum in Deutschland auch so gegen Trump geschossen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür gibt er selber manchen Anlass durch sein Auftreten. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es wird deshalb so gegen ihn geschossen, weil er für eine vernünftige Verbindung oder Beziehung zur Russischen Föderation eintritt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das wird hier in den großen Zeitungen wie Bild und Welt immer wieder zum Ausdruck gebracht. Er ist deutsch-amerikanischer Herkunft und das macht für bestimmte Kreise in den USA deutlich, dass man gegen ihn sein muss. Aus der angelsächsischen Richtung, aus der jüdischen Richtung, was es alles so gibt. Also vor diesem Hintergrund ist das eine spannende Frage.